Idyllisch, harmlos und friedfertig sieht es von hier oben aus, das beschauliche Meststätten. Doch dieser Ort tut nur so. Es handelt sich um ein Stückchen Erde, das die Menschen bis an die Grenzen bringen kann. Zumindest wenn mein Team und ich anrücken. Und zwar wegen Melanie. Melanie ist 23 und arbeitet am Wochenende in der Bäckerei, um sich ihr Studium zu finanzieren. Eingebrockt hat ihr das Ganze ihre beste Freundin, Ellen. Melanie und ich, wir kennen uns seit 7 Jahren. Und Melanies größter Wunsch ist, einmal ans Meer zu fahren, weil sie noch nie in ihrem Leben das Meer gesehen hat. Sie war noch nie am Meer? Sie war mal am Gardasee, aber am Meer noch nie. Mhm. Was Melanie noch nicht weiß, noch nicht wissen kann, ist, dass ihre liebe Chefin Frau Strobel sich heute ganz besonders auf sie freut. Die Bäckerei ist von oben bis unten verwanzt und komplett mit Kameras versehen. Bevor Melanie wie gewohnt hinter die Ladentheke geht, bittet sie aber ihre Chefin zu einem 4-Augen-Gespräch. Ich würde mal sagen, von mir aus kann es losgehen. Und Achtung, sie kommt. Sie kommt hinten rein. Sie kommt hinten rein. Hi. Sie kommt. Hallo. Hi. Jetzt, grüß dich. Melli, komm mal her. Ja? Ich habe was vor mit dir. Was? Ich habe eine große Bitte an dich. Mhm. Könntest du mir einen Gefallen tun? Was? Bin gespannt. Ja, pass auf, es ist folgendermaßen. Ich habe mir überlegt, ich ziehe mich ein bisschen raus am Wochenende. Mhm. Du bist ja immer Wochenende da und ich hätte dich gern als Vertretung. Oh Gott. Oh Gott, ich trau dir das zu. Würdest du das für mich machen? Ich würde es mal probieren, ja, wenn es ja nicht schief geht. Es fühlt sich überhaupt nicht komisch an, die Melanie anzuschwindeln. Immer ich trau dir das zu, ich habe ja deine Entwicklung gesehen. Okay. Na? Ja. Super. Weil ich ja immer im Hintergrund das Wissen habe, wofür ich das mache. Grundvoraussetzung für Führungskräfte ist, dass die ein Personalgespräch führen. Zufällig ist heute auch ein Personaler von K&U in Ebingen. Okay. Das heißt, der würde dich gern kennenlernen, der würde dich gern sehen. Okay. Und dann können wir starten. Okay, alles klar. Ja? Melanie ist in die erste Falle getappt. Bestimmt wird das Personalgespräch gleich ganz sympathisch. Oder auch nicht. Ich bin jetzt schon aufgeregt, wisst ihr. Brauchst aber nicht, brauchst keine Angst. Das ist nur pro forma. Der möchte halt nur. Ja, aber so nicht, dass der irgendwelche Sachen da wissen will, wo ich gar nicht über K&U weiß oder so. Nee, brauchst dir keine Gedanken machen. Ja, hallo? Hallo, Frau Strobel. Michalski hier. Sind Sie schon auf dem Weg? Ja, ich bin unterwegs. Ich kann jetzt die Kollegin noch einschieben. Ist kein Problem, wir sind bald da, also ich beeil mich. Aber Frau Strobel. Nicht, dass das so eine Luftnummer wird wie beim letzten Mal, ja? Ich opfere meine Mittagspause dafür. Okay? Wie ist dein Name nochmal von ihr? Melanie. Okay, kann die was? Sieht die gut aus? Die kann was und die sieht gut aus und sie ist eine ganz tolle. Na gut, das werden wir sehen. Alles klar, wir sind gleich da. Tschüss. Wer war das jetzt? Das war der Personal. Mhm. Du brauchst keine Angst haben. Wie heißt der nochmal? Michalski. Der ist ein bisschen, komisch. Ja, das habe ich ein bisschen mehr Angst. Da ist sie ja völlig unvorbereitet da reinschicke, ist sie mit Sicherheit total aufgeregt. Achtung, sie steigt aus und müsste gleich bei euch sein. Oh. Ja, Gott sei Dank. Ja, ich habe Ihnen gesagt, ja, nehmen Sie Platz bitte. Ich habe Ihnen gesagt, ich brauche den Bericht. Um 11 Uhr. Ja. Und was Sie mir da als Vorabversion geschickt haben, das ist scheiße. Bis gestern Nacht um 2. Ja, so sieht das auch aus. Genau. Wir sprechen später. Okay. Wiederhören. Bis dann. Puh. Tut mir leid, ich bin gleich bei Ihnen. So, jetzt bin ich bei Ihnen. Michalski. Hallo. Tag. Hallo. Was kann ich für Sie tun? Frau Strobel hat mich hierher geschickt, wegen der Vertretung für Sie. Okay. Erstmal so ein paar Standardfragen am Anfang. Was wissen Sie denn über die K&U? Über die K&U? Ja, ich weiß jetzt nicht besonders viel, weil ich jetzt noch nicht so lange dabei bin. Mhm. So ein paar allgemeine Sachen zum Unternehmen? Weniger. Wie viele Mitarbeiter? Wie viele Mitarbeiter? Das müsste ich jetzt nachzählen.
Warum soll ich Sie denn befördern? Also Frau Strobelmann, ich bin sehr zuverlässig, bin jedes Wochenende ja für Sie da. Mhm. Und mich interessiert es eigentlich auch. Also haben Sie da jetzt besondere Ziele gesetzt für diese Position, was Sie erreichen wollen? Eigentlich wollte ich nur einen sicheren Aushilfsjob, dass ich den wirklich sicher habe, weil ich habe in letzter Zeit neben meinem Studium her, musste ich so oft immer was Neues suchen. Aha. Das heißt, Sie sehen sich dann gar nicht länger in der Bäckerei arbeiten? Nach meinem Studium leider nicht mehr. Aha. Und warum soll ich Ihnen dann den Job geben? Frau Strube hat es mir angeboten und ich wäre die Sicherheit die nächsten 5 Jahre. 4 bis 5 Jahre. Okay. Mhm, verstehe. Und jetzt gib ihr den Job. Gut. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben den Job. Ah, cool. Super. Dankeschön. Okay, wir haben jetzt noch ein paar Formalitäten zu klären. Läuft doch ganz gut, oder? Aber bei dem ganzen Unfug dürfen wir eine Sache nicht aus den Augen verlieren. Mhm. Melanie war noch nie am Meer. Und was braucht man, um ans Meer zu kommen? Richtig. Ein Reisepass. Sie kriegen einen neuen Mitarbeiterausweis. Dafür müssen wir kurz ein Foto machen. Oh, okay. Dafür brauchen wir nur ein biometrisches Passfoto von Melanie. Genau, am besten gar nicht lächeln, ganz neutral. Und Ihre Unterschrift. Genau, Unterschrift mit Vor- und Nachnamen wäre super. Genau, und so, ja. Okay, fein. Okay, vielen Dank. Okay. Das glaubt keine Sau. Ach. Ist die Unterschrift? Super. Frau Wochner, das ist übrigens Frau Wochner von Passamt, von der Stadt Meschstetten. Vielen Dank, dass Sie uns helfen. Ja, schon recht. Die Unterschrift passt. Und das Foto ist ja sowieso gut. Ja, ich gehe gleich los und fange an. Gut. Wir haben ja auch keine Zeit. Und für mich ist es jetzt echt gut, dass du das machst, weil ich brauche einfach ein bisschen Pause. Ich habe das in meinem Urlaub gemerkt. Wo warten wir denn nochmal? Im Urlaub? Ja. Auf den Malediven. Das war ein cooler Urlaub. Ist das Wasser echt wirklich so durchsichtig? Das sind so ganz weiß. Genau so. Melanies größter Wunsch ist, einmal ans Meer zu fahren. Da würde ich würde echt auch gerne so irgendwo hin, weil ich war jetzt noch nie wirklich irgendwie so am Meer oder halt nicht großartig. Ich war vielleicht am Gardasee. Ehrlich? Also ich habe mir halt immer gewünscht, meine Füße einfach so in so einen weißen Sand zu stecken und am Meer zu stehen. Das genau, war schon das ist, genau so ist es da. Genau so. Jetzt kommen die auf den Parkplatz, die Kameras laufen. Achtung, ich brauche die Remote-Kameras, Mikrowelle, Fernseher, bitte. Noch scheint die Welt ja ganz in Ordnung zu sein, aber wir haben natürlich sämtlichen Bäckereimitarbeitern den Schalk in den Nacken gesetzt. Wir sehen hier Vanessa, Melanies Kollegin, die wird sich eigentlich verhalten wie immer. Okay. Aber wir haben jemand Neues. Wir haben Tina, die vermeintliche Aushilfskraft. Und die wird tendenziell dafür sorgen, dass Melanie nicht den entspanntesten Tag ihres Lebens hat. Also, das ist Tina. Hallo, Tina. Melli. Die Melli lohnt dich ein. Okay. Melli ist heute der Chef. Sie vertritt mich ab sofort. Wenn was ist, meldet euch, aber ihr kriegt es hin. Okay. Ich bin jetzt weg. Mal schauen, wie dick Melanies Nervenkostüm ist und was passiert, wenn wir ihr gleich eine Horde schwieriger Kunden reinschicken. Denn das hier ist ein Bus voller von uns manipulierter Schauspieler, die aufs richtig Schwierigsein getrimmt worden sind. So, mit wem fangen wir denn als erstes an? Mit Ihnen. Sie haben doch bestimmt die Tasche voller Kleingeld, oder? Ja. Wären es 3,59? 3,59. Genau. Sind das Fünfer oder sind das, ich sehe das nicht richtig. Das sind schon 9. Ja. 9. Entschuldigung, hast du es nicht anders? Nein, tut mir leid. Aber Kleingeld ist auch Geld. Naja. Du musst vorne bleiben, wenn du was da mal willst. Ah, okay. Noch, junger Mann. Meine Kollegin ist anfangen, aber sie macht's. Okay, ja. Aber es ist schon krass, dass du so viel Kleingeld annimmst. Ja, Sie sehen gut, mein lieber Freund. Ich hätte gerne. Tina, dir wird schlecht. Geh nach hinten. Lass sie allein da vorne. Oh. Ach, die geht halt wieder. Wieso läufst du jetzt weg? Entschuldigung, mir ist schlecht. Was? Oh, jetzt ist es schlecht. Vanessa, kommst du dann vor? Ich kümmere mich gleich drum, ich hol dir was zu trinken. Also ich verstehe nicht, warum Sie so viel Kleingeld überhaupt annehmen.
Wir bis Kleingeld immer gebrauchen können. Ja, ich bin kein Rentner, ich habe nur Termine. Ne? Wäre es vielleicht möglich, dass mich Ihre Kollegin bedient? Ich habe Sie gerade nach vorne geholt. Sie müssen schon Geduld haben. Ja, ja. Ansonsten müssen Sie woanders hin. Ja, passt. Oh, wissen Sie was? Ich gehe woanders hin, ja? Ich schicke meine Brötchen woanders. Ist doch kein Thema. Welches Teil habe ich? Du machst es rein. Super, boah. Der wollte den Rand nicht. Ja, das darf ich eigentlich nicht einfach so essen. Also Tina provoziert Melanie sehr. Darf sie eigentlich gar nichts einfach so essen. Melanie hält von Tina nicht viel. Eckige Brote, spitze Brote. Upa! Hoppla, mir ist gerade ein Brot. Man hat es auch gleich gesehen, dass da die Chemie gar nicht gestimmt hat. Boah, weiß ich jetzt nicht mehr, welches runtergefallen ist. Das lag ja auf dem Boden. Ah, okay, ja klar, logisch. Die ist schon angefressen. Ja. Angefressen? 100 Pro. Die ist angefressen. Die ganze. Was geht ab? Next one. Schön, dass Tina auch Freunde hat. Denkt man gar nicht. Was hast du gemacht? Wann bist du daheim? Ich bin dann noch da geblieben, ganz ehrlich. Echt? Ja, ja, ich habe 2 Stunden geschlafen oder so. Ja, jetzt bin ich hier, ey. Aber ich sag jetzt gleich was. Okay. Ich erkläre gerade, was uns hier läuft. Ey, ich wollte einen Kaffee, aber ich glaube, die Melanie findet so gar nicht gut. Boah, ich bin so fertig. Ey, ich habe so Kopfschmerzen. Hast du nicht irgendwas? Meine Kundin wartet. Keine Gespräche. Oh, entschuldige. Tut mir leid. Rüffel. Aber Tina, wie lange müssen wir das jetzt machen? Ja, ich komm gleich. Was? Kannst du das schnell beenden für mich? Ich check's eh was, nicht. Was, Lars? Du machst es zu Ende. Okay, sorry. Es geht nicht. Ja, es geht einfach nicht. Also irgendwie habe ich so das Gefühl, dass Melanies Laune nicht mehr ganz so super ist. Aber ich finde, da geht natürlich noch mehr. Denn jetzt kommt eine Dame, die ist sehr genau mit dem Wechselgeld sind. Wären es 79 Cent. Okay. Schon 10. 9,21 Euro. Danke. Oh, das stimmt aber nicht. Ich hatte Ihnen 50 Euro gegeben. 50? Moment. Schau ich mal gerade nach. Sein. Ja, 50 hat die Dame gegeben. Ja, warte, also ich muss die Kasse noch aufmachen. Ja, stimmt. Sorry. Wie viel kriegst du denn da noch dazu? 50? Durch Tina hat sie sich beeinflussen lassen. 50? Moment. Ja, 50 hat die Dame gegeben. Und das war nicht richtig. Boah, Melanie. Ja? Das war der neue Zehner, kein Fuffi. Muss ich's doch. Hä? Jetzt was? Das war der neue Zehner, ne? Ich hab's zuerst nicht geschalten. Ich hab gedacht, wir haben 20 gewesen. Jetzt ist ganz. Oh. Ja, mit der zweite Scheiße muss die Chefin sagen. Krass. Ja. Frau Strube, ich finde, jetzt ist es an der Zeit, dass Sie mal anrufen und fragen, wie es so läuft.